Moin, ist Dr. Du. Schön, dass du wieder dabei bist. So, heute vergleichen wir ein bisschen das Model Y mit dem Model 3. Das heißt, was gibt es generell für Unterschiede? Und gerade hier halt mit der Größe, mit dem Kofferraumvolumen. Was ist hier innen anders? Und was natürlich auch beim Model Y 2022 sich verbessert hat. Da gibt es ja auch einige Punkte zu dem Model Y 21, beziehungsweise dann natürlich zu meinem Model 3 Standard Range Plus. Also, viel Spaß! Ist 41 von Peak Design und ist 30 hoch. Wir haben eine Tiefe 108 für die Runde. Jetzt kommen wir natürlich höher. Das wären hier jetzt 50, 59. Meter 5. Tiefe haben wir 1 Meter, auch 1,5 Meter Tiefe. Und zwischen den Radkästen haben wir da, das ist sehr entscheidend, 1 Meter. 95 ist es. Thank you.
Und man hört immer einen Ton da. Arbeitet ein Motor mit. So, jetzt schauen wir hier nochmal rein. Dann packe ich die Tasche hier mal rein. Die Tasche. Ja, die passt hier noch rein. Kann ich hier so hinlegen. Ja, nun seht ihr hier, wie ich im Model Y einsteige. Das ist natürlich deutlich bequemer, weil das Dach ist einfach höher. Der Sitz ist höher, man muss nicht so weit runter. Also das ist wirklich ein leichtes Einsteigen und man sitzt halt sehr hoch und durchaus angenehm. Hier mal das Model 3 halt wieder. Das geht natürlich auch alles, ist keine Frage. Aber es ist, man sitzt halt einfach tief. Hier im hinteren Bereich ist es deutlich besser. Auch ihr seht hier mein Oberschenkel zum Sitzkissen. Ja, es ist deutlich besser für längere Fahrten in diesem Auto zu sitzen. Das seht ihr jetzt hier beim Model 3. Schaut mal auf meinen Oberschenkel. Der liegt gar nicht richtig auf. Ne? Der ist, steht eher hoch und man sitzt mehr auf den Po-Knochen. Das hier ist einfach magisch. Das heißt, man hat keine Glasdachunterteilung mehr. Wenn man hinten sitzt, der Himmel ist überein. Man guckt einfach nach oben. Also das finde ich richtig klasse. Das war beim Model 3 schon gut, aber ohne diese Strebe ist das richtig klasse. Der Rückspiegel ist auch richtig gelungen. Klein, exakte Größe für das, was ihr hinten aus dem Fenster gucken könnt. Und nicht so ein fettes Teil, was da die Sicht nach vorne stört. Also da bin ich sehr begeistert von diesem Spiegel. Das ist natürlich schöner, jetzt mit dem Holz hier entsprechend. Ja. Was wir noch haben, ist hier in den Türen Vlies. Das hatte ich vorher im Dreier auch nicht. Das heißt, an der Seite ist Vlies und unten ist Vlies. Ja, hier ist dieses Alcantara. Das ist Alcantara. Also es sieht ja schon schön hochwertig aus, muss man sagen. Das auch mit diesem, mit der Weiterführung hier. Aber hier unten dieses Vlies ist natürlich gut. Das dämmt natürlich alles. Ne? Ist jetzt mit dem Razer als Vergleich. Ne? Das wollten wir ja machen. Ja, das geht natürlich hier deutlich flüssiger. Ne? Wenn wir nochmal das machen. Oh, guck mal. So ein paar. Ja, ne, wenn man rauszoomt, so ein paar Artefakte hat er. Aber das geht jetzt natürlich hier flott weg, geht das ja hier. Richtig gut. So, dann machen wir mal hier Spielekiste. Kino. Ne, YouTube starten. Und zack, ist er da. Ne? Ich bin noch nicht angemeldet. Neue Funktion, dass das hier kleiner zu machen ist. Das ist natürlich cool. Kann man das so wegmachen. Netflix müsste ich mich auch mal anmelden. Gucken, wenn Netflix startet. Ja, das geht natürlich auch deutlich schneller jetzt. Ne? Klasse. So, schauen wir mal. Schalten auf Dings. Da braucht er natürlich sehr lange. Ja, jetzt ist es scharf. Ja, wieder zurück. Kino machen. Zu Netflix. So, gucken wir mal mit Netflix hier. Ja, mein Fazit hier zum Vergleich des Model 3. Ja, beide Autos sind toll, ne? Da muss man ja nichts sagen, aber natürlich hat das Y jetzt mehr Platz. Die Höhe hier 22 cm höher, breiter ist es ja kaum, länger auch kaum.
Und ich sitze aber im hinteren Fond natürlich deutlich entspannter. Das heißt, da habe ich ja mehr Raum gewonnen. Und der Kofferraum ist natürlich auch flexibler. Das heißt, ich kann höher einladen, ich kann mehr mitnehmen. Ich habe eine höhere Zuladung gegenüber dem Model 3. Ich kann hier 550 Kilo zuladen. Und das ist natürlich dann schon ein flexibleres Auto. Immer je nachdem, was man benötigt und was man so braucht. Aber für mich jetzt persönlich ist das hier das bessere Auto. Schön ist wirklich, dass es deutlich leiser ist. Die Abrollgeräusche, trotz der 20 Zoll Reifen, 40er hoch nur. Trotzdem ist es unheimlich leise. Das sind ja diese Michelin Pilots Sport. Vielleicht liegt das auch so ein bisschen am Reifen immer, aber das fand ich wirklich bemerkenswert, weil vom Luftwiderstand müsste ich eigentlich hier ein lauteres Fahrgeräusch haben. Okay, ich habe jetzt vorne die gedämpften Scheiben, das hatte ich beim Model 3 auch. Hinten habe ich sie aber auch. Das war beim Model 3 nicht. Ob das so viel mehr ausmacht, weiß ich nicht, glaube ich nicht unbedingt. Aber da müssten sie das Model 3 nochmal optimieren, auch, dass das auch ein bisschen leiser noch wird. Weil das hängt ja nicht hier vom Auto ab oder so, sondern es hat ja was mit Fahrwerk zu tun und die gesamte Dämmung an sich. Ne? Und das ist eine klasse Sache. Sonst ist es wirklich ein fettes Auto. Ja, die 2 Tonnen, die merkt man schon. Ja? Aber es ist einfach, ich finde, es ist ein fettes Auto. Ne? Es fährt sich richtig. Richtig satt. Ne? Das ist natürlich anders als jetzt Standard Range Plus mit Heckantrieb, wo ich da richtig Gas geben konnte. Und dann schiebt er von hinten so raus. Jetzt mit Allrad ist das hier anders. Ist aber bei Weitem nicht schlimm. Ich finde das auch trotzdem gut. Feuer hat er ohne Ende, wenn man richtig durchtritt. Wie gesagt, der Pedalhub ist halt ein bisschen größer. Man muss mehr drücken mit dem Fuß, um die Power zu kriegen. Das war beim Standard Range wirklich nur mal kurz antippen. Und hier muss man richtig drücken. Aber das ist reine Gewohnheitssache. Ne? Das ist einfach so. Schön ist das hohe Sitzen, ne? Diesen Überblick. Man sitzt ja wirklich sehr hoch. Also wenn man mal neben so einem Mercedes-SUV steht, da sitzt man mindestens auf gleicher Höhe, wenn nicht sogar teilweise oft höher. Also das finde ich auch gut. Und ich sitze jetzt hier in der tiefsten Position, ja, vom Sitz, weil ich habe ja hier noch richtig Platz. Also ich könnte ja noch höher sitzen, wenn ich jetzt so sitzen würde. Ne? Aber das wäre dann für mich komisches Fahren. Also das mag ich dann nicht so. Ja, was fand ich noch klasse? Also die Soundqualität ist hier auch deutlich besser. Ne? Ich hatte ja vorher nur Standard Range Plus. Da fehlte ja dieser Subwoofer. Ich kann das nochmal nicht mit dem Long Range vergleichen. Hier habe ich ja, ich blende das hier nochmal ein, die Lautsprecher hinten. Ne? Da kommt ja richtig Wumms. Ich mache jetzt kein Radio an, sonst kriege ich wieder Urheberrechtsprobleme. Aber das ist der Hammer. Ne? Also der Sound, der hier drin ist, ist nochmal deutlich besser als beim Standard Range Plus. Und da fand ich das schon recht gut. Aber hier hat man richtig Bums. Ne? Und die Hupe, deshalb muss ich auch nochmal sagen. Heute musste ich zweimal hupen in der Stadt, weil ja Leute an der Ampel stehen, die fahren einfach nicht los, obwohl grün ist. Ne? Also das sind so Sachen. Und da habe ich mich selber erschrocken, wie laut und kraftvoll diese Hupe ist. Die sind da vorne wirklich zusammengezuckt. Tat mir ja schon so ein bisschen leid, aber tja, so ist das dann. Und dann fuhren sie aber auch. Ne? Und ich bin auch noch rübergekommen, über grün. Ja, so ist das dann mal. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst gerne ein Like da, auch gerne ein Abo. Ich mache noch Verbrauchsfahrten, wie wirklich der Verbrauch von dem Model Y hier ist im Vergleich zum Standard Range Plus. Das interessiert mich doch sehr stark. Auch Ladeleistung kommt noch. Und was natürlich immer ein Thema ist, Winterreifen. Ja, meine Winterreifen sind im Zulauf, die kommen auch. Da werde ich natürlich auch ein Video machen. Schaue ich mal, wie ich mit den Wagenhebern dann so klarkomme. Weil der Wagen ist ja hier ein bisschen höher. Kommt nämlich dann mein alten, kann ich dann mit dem bisherigen Model 3 Wagenheber gut auskommen. Das werden wir dann sehen und dann seht ihr auch meine neuen Winterreifen, was ich hier quasi für diesen Wagen bestellt habe, weil die vom Model 3 Standard Range Plus passten ja hier leider nicht. Das war ja Standard Originalfelge 18 Zoll, die passt hier nicht rauf, die habe ich jetzt weiterverkauft. Dann nochmal einen Gruß nach Hamburg. Ich hoffe, das hat gut geklappt mit dem Transport hier. Wir haben uns in der Mitte getroffen und das war's von meiner Seite. Also, bis demnächst.